Herzlich willkommen zu einem Video. In diesem Video reagieren wir auf ein Video von Heyday, nämlich das Heyday Kitchen Video Peanut Butter Milkshake. Und ja, gucken uns an, wie sie es machen, und ich sage mal meine Meinung dazu. Und ich muss die ganze Zeit dieses Schwein angucken, weil ich das noch nicht habe und weil ich das sehr lustig finde. Also wenn ich das habe, ich glaube, das wird einen Tag erstmal nur geknuddelt. Aber zum Milkshake erstmal. Der Milkshake kam ja letztes Jahr ins Spiel, auch mit den Eichhörnchen verbunden. Und ist ein eher schlechtes Produkt, weil es halt schwierig herzustellen ist. Es gibt auch jetzt gar nicht so viel Münzen und auch nicht so viel XP, dauert auch relativ lange. Also ist eher ein nerviges Produkt wegen der Sahne, wegen den Erdnüssen, die jetzt ja auch seltener gemacht wurden, da die Eichhörnchen jetzt länger brauchen, um Erdnüsse zu geben. Das ist aber auch schon seit längerem jetzt so. Und deswegen ein Produkt, was ich nicht so mag. Vor allem auch deswegen, weil man in der Eismaschine viele andere Sachen machen kann. So viel erstmal dazu zum Erdnussbutter-Milchshake. Sieht lecker aus, ja, schmeckt auch wahrscheinlich sehr gut, aber ich denke da immer an Heyday, an das Spiel und praktisch und so, und das ist halt nicht so geil. Okay, gucken wir uns das Video an, let's go. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, ob ich auch mal wieder was backen soll. Ich habe ja ein Backvideo gemacht, das werde ich jetzt hier irgendwo verlinken. Und dieses Video ist auch in der Beschreibung verlinkt. Ob ich nochmal wieder was backen soll. Und wenn ja, dann schreibt mal rein, was ihr gerne sehen wollt, was ich aus Heyday in echt machen soll. Würde mich mal. Ja, falls das überhaupt sehen wollt, wenn nicht, ist auch egal. Okay, tun da Sahne rein, 2¼, dann braunen Zucker und ja, Erdnüsse halt. Also wie im Spiel, mixen. Ja, also Sahne fluffig machen, das kann ich so schlecht. Sahne ist bei mir meistens immer nur gammelig, also. Also kochen kann ich, aber backen ist dann bei mir schon wieder so. Das ist besser. Ich weiß den Namen von denen nicht mehr, aber die haben wir auch getroffen. In Helsinki. Drei Bananen. Hä, Bananen? Das ist normales Ätna. Warum kommen da Bananen rein? Das ist aber nicht hier im Spiel. Es gibt Bananenmilchshake. Das ist unfair. Bananen. Nee. Milch? Ja. Auf jeden Fall haben wir die auch in Helsinki getroffen, und die arbeitet gar nicht für Supercell. Die ist eine Bäckereimeisterin. Und wird dann für die Videos immer quasi gebucht. Ja. Okay, was haben die da reingetan? Ziegenkäse? Das dicker wird, hätte ich mir denken können, aber ja. Braucht man eigentlich, um einen Milchshake zu machen, einen Mixer? Kann es ja auch so machen? Kann man bestimmt so auch machen, oder? Drizzle. Was ist ein Drizzle? Tropfen oder so? Die coole Brille. Vor allem das Schwein. Die mögen auch das Schwein. Also das war's schon. Ja, sieht sehr einfach aus. Sieht auch mega lecker aus. Würde ich gerne mal probieren. Ja, was soll ich dazu sagen? Cooles Video. Und ja, habt ihr das schon mal probiert zu Hause? Würde mich mal sehr interessieren. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne Daumen hoch und ein Abo, da würde mich sehr freuen. Und ja, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein. Und ciao.